Guten Morgen, ihr Lieben dort draußen. Der NRW über 18 hier. Ich begrüße euch zum 20. Adventskalender-Türchen. Heute am Montag. Ja, und auch für mich beginnt heute wieder der Ernst des Lebens. Ich muss heute wieder arbeiten. Raus in den Zug rein und dann irgendwo hinstellen, wo es dann nicht mehr weitergeht. Ich bin gespannt, wie es sein wird. Es wird auf jeden Fall spaßig werden. Ja, und aufgrund dieser Tatsache werde ich heute auch wahrscheinlich leider keine neuen Teile hochladen können. Weil, ich habe Spätschicht, das heißt jetzt gleich anfangen und dann bis heute Abend 22 Uhr. Und ich denke mal, das wird sich dann nach hinten verlagern und ich muss dann einfach mal gucken, wann ich zu Hause bin. Also von daher, lasst euch einfach überraschen. Ich schaue, dass ihr so schnell wie möglich wieder weiterkommt bei Orion Burger und Runaway dann auch demnächst startet. Heute mache ich mein 500er Spezial und vielleicht könnt ihr euch jetzt schon auch was denken, was es sein wird. Es wird auf jeden Fall eine kleine bis große Überraschung für einige werden und ich hoffe, dass ich das dann morgen oder übermorgen dann auch hochladen kann. So, jetzt aber zu unserem Adventskalendertürchen. Wir öffnen hier beim Milka Weihnachtskalender die 20, die ist hier. Wenn ich sie denn aufkriege. So, jetzt ist sie auf. So, und das ist eine Milka-Kuh mit einer Dame. Da. Und drin ist eine Nuss. Eine Nuss. Ja. Und die Nuss? Hat auch wieder Füllung. Sehr lecker. Ja. Zu unserem Bahnkalender. Haben wir die 20 hier unten. Na, komm schon. Und da ist irgendwas Komisches drin. Es ist. Na gut, so komisch ist es noch auch wieder nicht. Ein LKW mit Geschenken. Da. So, und? Lecker. Lecker, lecker, lecker. So, Freunde. Das war meine Nummer 20. Morgen kommt die Nummer 21, logischerweise. Ende der Woche ist Weihnachten. Ja. Ich verabschiede mich jetzt von euch. Wünsche euch einen gesunden, heilen und erfolgreichen Start in die neue Woche. Wenn ihr raus müsst, passt auf euch auf. Ich versuche es gleich auch auf mich aufzupassen. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen alle wieder gesund wieder. Also bis morgen, NRW über 18, adieu.